Genau. So, okay. Also das ist alles kein Problem, da kommen wir schon hin. Dann würde ich hier den Shutter wegnehmen. Dann können wir nämlich darüber laufen und dann runter gucken und mal schauen, was da so ist. Vielleicht ist da ja auch Wasser, dann kann ich mich eigentlich mal todesmutig hineinwerfen und dann mir die Höhle von innen ein bisschen besser angucken. So, dann haben wir da nämlich ein bisschen mehr Überblick oder sowas. Genau. Und was ich natürlich auch machen kann, ist den alten Trick. Nämlich den da. So, wir sollten vielleicht wieder mal was essen. Und eine Fackel platzieren, zum Beispiel hier. So. Da würde es also nicht weitergehen. Mal. Zack. Zack. Und dann können wir hier mal mit der Fackel ein bisschen forschen. Okay. Also das ist ein Bereich, in dem wir halt noch wirklich gar nicht waren. Ich gehe nicht davon aus, dass der nicht mit der anderen Höhle verbunden ist. Sondern ich gehe... Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir früher oder später, wenn wir lang genug in dieser Höhle rumlaufen, wir zu einem Bereich kommen, genau, da oben, wo wir schon waren. Oh, mein Herz, Jungs, erschreckt mich. Boah. Meine Fresse. Gut, also das ist so ein Bereich, das könnten wir uns als Zugang zu dieser Höhle machen. In die wir eigentlich ursprünglich wollen. Da müssen wir uns jetzt halt überlegen, okay, wir kämen hier rüber.
So. Es ist schon wieder nachtens. Okay. Da würde ich hier gerne eine Fackel hinsetzen, damit man ein bisschen was sehen. Okay. Dann versuche ich mich mal ein bisschen zu orientieren. Ah, da drüben haben wir gerade selber geguckt. Okay. Das ist jetzt die Frage, welcher Höhlenaspekt ist das hier? Also wir waren hier definitiv schon. Genau, hier ist diese Wasser. Da haben wir kurz reingespickelt. Da waren wir noch nicht. Okay. Und hier ist quasi die Treppe, die runtergeht. Das heißt aber, wenn ich die nach oben ausbaue, komme ich vielleicht sogar da hinten hin. Also wenn ich jetzt hier runtergraben würde, komme ich dann nicht dahin? Vielleicht nicht exakt da, aber zumindest so ähnlich. So, deswegen bin ich gerade am Überlegen. Das wäre ja der. So, dass ich hier ein bisschen nach oben gehe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Wir brauchen ein Licht. Wie gesagt, wir machen das jetzt sehr rudimentär. Und wir haben es geschafft. Genau. Also. Das wäre dann hier ja quasi die Möglichkeit, da nach oben zu kommen. So. Jetzt muss ich hier ein bisschen das Zeug verändern, weil wir natürlich ein bisschen mehr Platz brauchen. So, und dann wäre das ja der. Wunderbar. Ach, da war ich Ressourcen sammeln, okay. Gut, dann müssen wir halt da Pflastersteinchen drüber leeren. Ist auch nicht das große Problem. Vorher will ich mir aber noch eine Spitzhacke machen. Okay. So, dann hätte ich da einen relativ einfachen Einstieg in die Höhle. Da machen wir hier noch die. Ne, die 6 war es. Zack. Und genau, der wäre ja da. Also kann hier die Fackel hin. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Gut. Du kannst auch weg. Du auch. So. Ich will dich ja immer ein bisschen nachvollziehbarer haben. Okay. So. Kann man hier sagen. Aber ich brauche ich für später.
Jetzt hätte ich beinahe wieder den gleichen Fehler gemacht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, drei. Das war doof. Und dich noch. Und dich noch. Dich noch. So. Wunderbar. Okay, jetzt bräuchten wir schon ein paar von diesen. Genau, so. Du und du. Du, 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 du. Ja, das reicht erstmal. Kann natürlich sein, dass es später mehr werden, die ich dann brauche. Das sind ja pro Stufe 3 quasi. Aber für den Anfang reicht es hier jetzt erstmal. Und da wäre das quasi. Ja, die Frage ist halt. So. Wo bin ich denn jetzt eigentlich reingekommen? Ich bin doch irgendwo. Da bin ich rein. Dann bin ich hier runter. Und dann bin ich. Okay. Nee, das ist mir ein zu blöder Einstieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das ist ein Teilaspekt, eine Teilhöhle, alles gut und schön, aber der ist mir jetzt zu blöd zum Einstieg. Genau, da habe ich mich nach oben gedingst. Ich glaube, ich würde es einfach fortführen. Da können wir ja theoretisch mal gucken, wo wir rauskämen. Aber in der Theorie. Müssten wir einfach nur weiter da hoch. Wie gesagt, ist so ein bisschen die Frage, wo wir dann rauskommen. Aber das wäre dann hier oben, wäre dann quasi die erste Plattform mit unterschiedlichen Höhlen. Hier hinten wäre eine andere mit unterschiedlichen Höhlen. Du kommst weg. Du und du auch. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Das ist okay so. Gut, und dann geht es hier quasi so weiter. Schön. So, und dann würde ich eigentlich hier das Spielchen fortführen. Das heißt, hier geht's runter. Da geht's runter. Da geht's rüber. So, und hier machen wir das Spiel weiter. So. Gibt es da schon wieder einen Hohlraum? Bisschen.
Da bist du schlecht aufgehoben. Da bist du gut aufgehoben. Wir wollen ja im Prinzip nach da oben. Das heißt, ich muss den wieder weg. Dann machen wir hier den Boden zu, oder? Dazu brauche ich jetzt mal den da. Können es auch so machen. Dann haben wir das da oben noch gelassen. Dann würde ich das jetzt hier mal so sagen. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So, und das können wir jetzt eigentlich wirklich. Wir ignorieren das jetzt einfach mal, bis wir Schmerzen haben. Einer, einer. Also wir machen jetzt genau das gleiche wieder. Also. So, und dann würde ich da noch mal eine hinhauen. Und weiter geht's. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich hoffe ja bloß, dass ich jetzt nicht auf Wasser stoße. Okay, da kommt nochmal eine Fackel hin. Okay, das sieht nicht nach Wasser aus. Das klingt nach Tieren. Da können wir ja eigentlich schon gucken. Auch hübsch. Und dann ist es ja gar nicht so verkehrt. Das wäre dann halt ein anderer Eingang zum anderen Bereich. Okay, das hier ist ein bisschen gefährlich. Aber das juckt mich ja nicht. So, das juckt mich ja wirklich nicht groß. Dann könnte ich hier sagen. Ne, die Spitzhacke ist mir gerade egal. So. Maximale Tiefe mache ich jetzt jeweils. Wunderbar. Okay. Und die Fackel kann da weg und vielleicht hier hin. Dankeschön. So, dann will ich da noch eine Fackel hinsetzen, dann kann die weg. Da würde ich ganz gerne eine Schaufel haben. Dann kommt
kommst du wieder da drauf und dann kann ich eigentlich sagen, fluff. Ja, das ist gut.